Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, wir sind gerade noch ein bisschen im Bau unseres Fundaments. Was aber immer besser wird. Nach und nach. Werden wir hier schon mal den Berg abtragen, um an mehr Stein zu kommen. Aber ja, ich finde, mit so einem richtigen Fundament macht die Burg dann auch ein bisschen mehr her. Ja, hier sind wir fast fertig. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch der Abschnitt hier. Und dann können wir anfangen zu planen. Also unseren Grundriss zu planen. Oh, hier tickt sogar die Uhr. In unserem Conquest hat sie ja nicht mehr ticken wollen. Nein, das will ich nicht. Ich kann Pause machen. Ich kann die Debug-Anzeige. Ich kann die Editor-Kamera wechseln. Ne, danke. Bildschirm, Foto, Ton aus. X-Ray. Ja, X-Ray finde ich eigentlich immer wieder nett, das manchmal zu benutzen. Ich bin schade, dass es dafür keine Schnelltaste gibt. Außer sie ist hier in der Tastaturbelegung. Gucken wir mal kurz rein. Word Editor. Nee, da sicher nicht. Wenn dann unter global. Rein, zoom, raus, zoom, hoch, runter. Maus, Scroll Wheel. Projekt erstellen. Aha. Zu den Waffen ist C. Zurück zur Arbeit ist X. Brickturn Stand ändern. Brickturn Stopp. Naja, das sind Blöcke, Task Panel. Das ist eigentlich alles hauptsächlich Steuerung. Und ja, das ist Word Editor. Tree Brush, Border Brush, Enemy Brush. Aber das interessiert mich gerade. Was ist das Projekt erstellen? Baumodus umschalten, Projekt erstellen. Die beiden interessieren mich mal gerade. Rein, rauszoomen, ausdrehen. Nö. Und hier haben wir nur normale Settings. Sprache Englisch, das ist auch toll. Abbrechen, nicht zurück zum Desktop, zurück zum Spiel. Gut. Ah, das ist T, okay. Damit schalte ich hier das letzte, was ich wohl ausgewählt hatte. Okay, unsere Ressourcen sind alle okay. Wir haben 6 leere Stockpiles. Naja, 2 hier, 2 leere Holzstockpiles. Wobei auf dem einen müsste noch Holz drauf sein. Ja. Wir müssen ja hier noch das Holz weghauen und wenn es sein muss, haben wir hier oben immer noch Holz. Oder hier. Und auch Steine.
So, inventur mal die letzte Treppe. Gut. Das heißt, der Steinbruch kann abgerissen werden. Das hier sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Na, können wir nichts dran ändern. Wir können jetzt aber dich nehmen. Und hier auffüllen. Dann können wir eigentlich noch so einen platzieren hier. Anheben bitte. So. Dass nur noch die eine Ecke hier fehlt. Also der Stein müsste eigentlich genug da sein und ihr solltet eigentlich auch genug zu arbeiten haben. Ihr sollt ja hier den Berg abtragen. Das macht ja auch nochmal ordentlich Steine. Okay, hier haben wir keine Steine. Hier haben wir mehr als genug Steine. Also mit Steine meine ich jetzt Steine für die Bodensache. Und ja, wenn ich mal ein bisschen weiter rauszoome, das sollte uns als Bauplatz für unsere Burg mehr als ausreichen. Kein Platz mehr für mich. Ja. Irgendwann müssen wir halt auch unsere gesamte Lagerstätte nach drin verlagern. Das kommt allerdings dann erst, wenn wir unseren Grundriss gelegt haben, den aufgebaut haben und vielleicht mal drei Blöcke hoch sind. Dann können wir uns überlegen, hier alles leer zu machen. Was es halt leider nicht gibt, ist ein Räume dieses Lager. Also ja gut, ich könnte alle Lager so auswählen und sagen, packt nichts mehr rein und dann jedem Bricktron Befehl, nehmt da Zeug raus, dann bringen sie es dann dahin, wo es hingehört. Gut, das Holz nachher. Und die Steine sind einerlei, die werden sie ja für den Bau brauchen. Aber gerade Gras und Eisen und so, das müssen wir dann umlagern. Aber ist ja auch kein Problem. Ich meine, wir haben freies Bauen. Wir können uns rein ums Micromanagement fürs Bauen und so kümmern. Wir müssen uns nicht um militärische Sachen kümmern. Es gibt keine Corrupt Ones. Zum Glück. So, unsere Steinvorräte sind aufgebraucht. Das heißt, ihr müsst jetzt alle im Steinbruch abrackern, Steine beischaffen und die in die Bodenformung packen.
Die Steine hier könnten wir abbauen, sehe ich gerade. So. Ich hoffe mal, ihr gebt mir recht, dass es mit einem Fundament schöner aussieht. Mal kurz gucken. Brücken kann ich ja nur gerade bauen. Ja. Könnt sie aber theoretisch schön hochsitzen. Für meinen externen Wachturm nachher, den ich hier oben hinbauen will. Ja, das Eisen hier sieht echt aus wie ein Meteoriteneinschlag. Oh, sehr schön. Sie sind mit dem Teil hier fertig. Nein, noch nicht ganz. Ja, jetzt sollten sie aber fertig sein. So. Das ist jetzt zwar ein bisschen doppelt gemoppelt, weil es sich ein bisschen überlagert, aber das macht ja auch nichts aus. Ich kann zu den Waffen rufen, zurück zur Arbeit. Ich kann alle Arbeiter zum Heimkristall zurückrufen, okay. Ich wünschte manchmal, ich könnte den Heimkristall verschieben. Ja, da leuchtet unser Eroberer. Ich habe mich schon gerade gefragt, was da lila leuchtet, weil Korruptoren sollten es nicht sein. Thank you.
konnte kein Lager finden. Schade. Hä? Kein Lager finden? Die sind doch alle leer eigentlich. Außerdem sollte dann die Steine ja eigentlich da verbauen. Ja, und die machen die komischen Geräusche hier gerade. Na, hier seid ihr aber noch nicht wirklich arg fertig mit der... Hier sieht vor allem auch noch ziemlich vieles ziemlich sandig aus. So, da kommen die nächsten Steine. Ja, das nimmt jetzt langsam ein bisschen mehr Form an. Hier haben sie auch noch nicht noch ein bisschen geschludert. Naja, auf der anderen Seite bin ich froh, dass unsere Bemühungen langsam Form annehmen. Ich meine, wir sind jetzt schon ein paar Aufnahmesessions damit beschäftigt, hier das Fundament zu legen. Also erstmal den Berg überhaupt abzutragen und dann das Fundament noch zu legen. Mit der richtigen Burg haben wir noch gar nicht angefangen. Und da kümmert sich hoffentlich auch noch jemand. Ja. Sehr gut. Da muss noch... Achso, das heißt, da hat sich jetzt von selber verabschiedet. Gut. Ja, wir sind bald fertig, zum Glück. Da haben wir hier noch mehr als genug Stein. Könnt ihr jetzt eigentlich die da wieder aktivieren, dass sie Stein entgegennehmen? Also, dass hier Stein in Ziegel verwandelt wird, weil die zwei dürften uns reichen, um daraus Glas zu machen.